schön, dass ihr wieder dabei seid heute in meiner Häkelstube. Ich möchte ganz gerne mit euch einen Handschuh, Waschhandschuh, Peelinghandschuh, Grillhandschuh, einen Küchenhelfer häkeln, so in der Art wie diesen. Du kannst jedes Garn, jede Wolle verwenden, wenn du es als Waschhandschuh machen musst. Auch die neue Waschwolle ist ganz toll. Arbeitest du es als Topflappen oder Grillhandschuh, bitte beachten, nur 100% Baumwolle. Nichts anderes geht, sonst würdest du dir die Finger verbrennen. Als Handschuh, wie gesagt, in deiner Größe umwandelbar, auch für Kinder. Auch toll als Waschhandschuh. Dann kann man ganz toll die Seife reinmachen, feste Seife und aufschäumen und als Peelinghandschuh machen. Da geht Baumwolle auch ganz toll. Für die Küche zum Abwaschen eher das Waschgarn. So wie du das möchtest, so geht das am einfachsten. Und ein Tipp von mir, machst du es als Backhandschuh, als Grillhandschuh, als Topflappen, empfiehlt sich, wenn du nicht so eine ganz, ganz dicke Baumwolle erwischt, einfach mal zu kombinieren. Mit zwei Fäden zu häkeln, hat man eine tolle Farbauswahl. Du brauchst so 100 Gramm. Und dann funktioniert das auch toll und sieht noch cool aus. Du kannst natürlich auch einfarbig machen und doppelt machen oder mal die Flossen mixen mit zweierlei Garn. Das liegt bei dir, die passende Häkelnadel. Am besten für einen Waschhandschuh, Peelinghandschuh eine Nummer größer, dass es ein bisschen mehr Zwischenraum gibt, desto mehr schäumt es dann auf. Und beim Topflappen oder im Grillhandschuh lieber mal eine Nummer kleiner, damit es so gut wie keine Zwischenräume gibt. Und dann funktioniert das am besten. So, wir fangen an beim Mund. Dazu machen wir mit der passenden Nadel zu eurer Wolle 5 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5. Die schließen wir mit einer Kettmasche oder einer Öse zu so einem kleinen Ring. Dann machen wir eine Luftmasche. Dann machen wir da in diesen Ring 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und dann eine feste Masche. Richtig schön festziehen jetzt. Dann drehen wir das Ganze. Und machen jetzt da auch 4 Luftmaschen, 4 Stäbchen hinein. 1, 2, 3, 4. Und eine feste Masche. Dann haben wir so ein kleines Oval. So, jetzt klappen wir das zusammen. So, und dann haben wir ja hier den kleinen Ring, ne? Wir klappen es zusammen. Und jetzt ziehen wir uns da heraus, rundherum gehend, nicht zusammenhäkeln, 12 feste Maschen. Einfach einstechen und rundherum gehen. 3, 4, 5, 6,
7. Also 12 Stück brauchen wir. Und wie gesagt, einfach zusammenklappen oder den Finger in den kleinen Ring, dann geht es am besten. 8. Und dann entsteht so ein kleiner Ring. Wie gesagt, 12 feste Maschen brauchen wir und das schließen wir dann mit einer Kettmasche oder einer Öse. So, ich mache jetzt einen Farbwechsel, damit man es besser sieht. Na, hier ist der kleine Mund. Dann sind die 12 Maschen. Farbwechsel. Und jetzt geht es ganz einfach weiter. Moment. So, ich häkle immer außen. Und gehe in die erste Masche hinein, hole mir den Faden. Und ziehe es durch. So, und jetzt geht es ganz einfach. Immer 4 einzelne feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Und in die 5. immer 2 feste Maschen. 1, 2. Dann wieder 4 einzelne. In die 5. 2. 4 einzelne in die 5. 2. Und das machen wir so lange, bis es auf deine Größe ist. Muss ja gucken, wie groß möchtest du es haben. Hand groß, kleiner. Und bei mir sind es erstmal bis auf 50 Maschen. Und dann guckt man die Größe nochmal an. Einfach jetzt zunehmen für den Körper. Wie gesagt, du musst es an dich anpassen. Wir sind jetzt hier bis auf 50 Maschen. Und dann kommen 3 Reihen lang, auch 5 oder 6, 7, 8, 9, 10 nach deiner Größe. Nur feste Maschen. Das ist ganz wichtig, ne? Jetzt erstmal auf deine Größe. Das ist so der Vorderkopf. So sieht jetzt das schon mal aus. Wir haben hier das Schnäuzchen. Und der Vorderkopf. Und jetzt da. Bei mir sind es 3 Reihen, feste Maschen, ohne Zunahme. Und dann kommen wir weiter. Man kann jetzt nochmal einen Farbwechsel machen. Ich werde jetzt nochmal auf dunkel gehen und vielleicht eine Reihe so und eine Reihe so. Aber das liegt bei dir, ne? Wenn du eine Multiwolle hast, erübrigt sich das sowieso. So, die Reihen sind jetzt gehäkelt und jetzt machen wir die Flossen am unteren Bauch. Hier sind die Lippen, also müsst ihr das knicken, dass wir den unteren Bauch genau erwischen, wo das ist. So, ich habe da ein bisschen zu weit. So, mache ich es auf. Genau da ist es. Du kannst es aber auch dran häkeln. Du musst es nicht einhäkeln. Wenn du es dran häkeln willst, machst du jetzt einfach die Abnahmen. Das bedeutet, du häkelst 5 einzelne Maschen und dann immer die 6. und 7. zusammen. 5 einzelne, 6. und 7. zusammen. Das zeige ich dann aber nochmal nach den Flossen. So, jetzt mache ich die Flossen und das sind einfach nur Luftmaschen für die unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich mache 12 und 16 Maschen, dass die ungleichmäßig sind. 4 Bögen mache ich, weil die nächste ist jetzt einfach nur feste Masche. Und ich mache jetzt einen Farbwechsel, ansonsten du kannst rundherum machen. Das ist der erste Bogen. Beim nächsten Bogen muss aber hier dazwischen gestochen werden. Das ist ganz gut, dass ich da einen Farbwechsel gemacht habe, sonst wird es ein großes Loch geben, zeige ich dann aber. Jetzt wird jetzt weiter rundherum gehäkelt,
wenn du die Flossen einhäkeln willst. Ansonsten, wie gesagt, schon die Abnahmereihen anfangen. Ich wechsle jetzt auf die nächste Farbe und dann die nächste Reihe mit der Flosse. So, die erste Schlaufe mit den Flossen. Die klappe ich nach unten, dann gehe ich hier hinein und da wieder heraus und mache eine feste Masche. So, dann habe ich das nämlich geschlossen. Dann mache ich jetzt da mal 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Luftmaschen. Klapp's nach unten. Stich hier ein. Und mach wieder eine Reihe. Und das mache ich jetzt da viermal, dass ich die Schlaufen hier unten habe. Wie gesagt, du kannst es auch später anhäkeln. Es muss nur gut verschlossen werden, damit hier unten kein Loch entsteht mit den zwischenfesten Maschen, die ich gerade gezeigt habe, ne? So. Wie gesagt, ich habe es bei mir eingehäkelt, du kannst es nachher dran häkeln, kein Problem. Jetzt müssen wir abnehmen auf Handgröße oder wie groß du es haben möchtest. Es geht ganz einfach, ich habe ja gesagt, wir machen 5 einzelne Maschen, alles feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann abnehmen. Wir gehen in die 6. hinein, holen uns eine Schlaufe, wir gehen in die 7. hinein, holen uns eine Schlaufe, dann haben wir 3 und dann ziehen wir es einfach durch. Dann wieder 5 einzelne, dann 2 zusammen, 5 einzelne, 2 zusammen und das machen wir auf Handgröße oder wie groß du es haben möchtest. Das liegt dann bei dir. So, ich habe es jetzt extra mal platt hingelegt. Unten sind die Flossen, wenn du sie mitgehäkelt hast. Da ist das Mündchen und dann ergibt sich diese Form. Du musst wirklich deine Größe anpassen, wie du es haben möchtest. Als Waschhandschuh dann halt muss es handgroß sein, ne? Also musst du eventuell noch ein bisschen größer machen und dann nimmst du dann ab auf die Größe, die du brauchst, der Länge von der Breite auch hinten, dass die Hand immer gut reinpasst. Ne? Deswegen sage ich ja handgroß. Muss es nach unten drehen. Handgroß. Ne? Also muss da noch eine Ecke dran. Und dann kann man hinten noch das verjüngen. Das heißt, wenn du fertig abgenommen hast, dann häkelst du einfach ohne Abnahme nochmal auf die Länge, die du brauchst. Ist ja eine Fischform, ne? Kein Problem. Man kann es auch noch anpassen, wenn der Bauch, der Körper größer sein soll. Dann machst du bei den Abnahmereihen, ne, also 5 einzelne, 6 und 7 zusammen, immer noch mal 1, 2 Reihen dazwischen, wo du nicht abnimmst. Also eine Abnahmereihe, dann vielleicht 2 Reihen ohne Abnahme, wieder eine Abnahmereihe, wieder 2 ohne. Und so kann man es dann an die Größe anpassen, die man braucht. So, die Schwanzflosse ist ganz einfach. Ich mache auch viermal die Wolle doppelt. Brauche ich dann noch eine dickere Häkelnadel, eine größere. Und das geht ganz easy. Wir machen 12 bis 14 Luftmaschen. Die kann man ruhig unterschiedlich machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 11, 12. Dann machen wir eine feste Masche. Dann lassen wir eine frei. Mal wieder 12 bis 14 Luftmaschen, so wie es einem gefällt. Eine feste Masche, eine frei. Und dann haben wir hinten solche Schlaufen. Und das ist dasselbe, wenn du die Flossen nicht gemacht hast, die untere, dann platt hinlegen, einstechen, eine feste Masche, 12 bis 14 Luftmaschen, eine feste Masche, 12 bis 14 Luftmaschen, eine feste Masche, 12 bis 14 Luftmaschen, eine feste Masche. Und das machst du viermal und dann hast du die untere Flosse auch. Und jetzt mache ich die Schwanzflosse und dann noch die obere. Die wird ein bisschen komplizierter, aber die soll ja ausgeprägter und besonderer werden. Besonderer ist auch gut. So, jetzt müssen wir den Fisch flach hinlegen. Und dann die Flosse anhäkeln. So. Wir gehen durch beide Seiten durch, holen uns die entsprechende Farbe und machen eine feste Masche. Jetzt drei Luftmaschen. Eins, na, abgerutscht. Manchmal. So. 1, 2, 3, in die gleiche Masche, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, jetzt 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, in die gleiche jetzt 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, eine feste Masche in die nächste, eine frei und dann 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 3 Luftmaschen und wieder in die gleiche 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, in die nächste eine feste Masche. Und gut festziehen. Dann hat man schon mal 3. So, ich muss mal umblättern. In die nächste Masche kommen jetzt da 5 Stäbchen. 1, 2, 3. Vier, fünf. Na. So, eine feste Masche und gut festziehen. Dann drehen wir das Ganze. 5 feste Maschen in die 5 Stäbchen. Nacheinander in jedem Stäbchen eine feste Masche, 2. 3, 4, 5, wir umhäkeln die sozusagen. So, und jetzt mal eine feste Masche ganz nach unten in den Fischkörper und festziehen. So. Jetzt machen wir die nächsten Stäbchen 4 feste Maschen. 1, 2, 3,
In den Bogen kommen jetzt drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Alles in den Luftmaschenbogen, in die drei vorangegangenen Luftmaschen. Jetzt wieder drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Jetzt häkeln wir feste Maschen den zweiten Bogen sozusagen nach unten. Dann eine tiefe Masche und festziehen. Dann wieder abhäkeln die Stäbchen mit einer festen Masche. Zwei, drei, vier. Drei Stäbchen wieder in den Luftmaschenbogen, wie die vorangegangene. Ne? Drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Dann die restlichen Stäbchen festen Maschen runter zu häkeln sozusagen. Eine tiefe Masche, feste Masche und die obere ausgeprägte große Flosse ist fertig. Eins, zwei, drei, vier. Und eine feste Masche nach unten, Faden abschneiden, großzügig, alle vernähen, dann gibt es noch ein Auge und dann ist es fertig. So, und dann haben wir hier wirklich eine ganz ausgeprägte obere Flosse. Das war jetzt ein bisschen länger, aber nötig, denke ich. Das Auge ist ganz einfach. Man kann ruhig mal einen doppelten Faden nehmen, wenn man möchte. Man macht 4, 5 Luftmaschen. 2, 3. Ne. So, und zum Schluss noch ein Auge. Wir machen einfach 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Das schließen wir wieder zu so einem kleinen Ring. So, und da hinein machen wir 9 oder 10 feste Maschen. Das kommt immer darauf an, wie fest oder locker du häkelst. Und das schließen wir dann mit einer Kettmasche und dann nehmen wir es auf. Auch mit dem Faden. Und da machen wir 2 Fäden vernähen und fertig ist es. So, und dann ist diese fertig. Noch viel, viel mehr findest du dazu und vieles mehr, was ich sonst noch mache. Oh. Stricken, basteln, Deko für Haus und Garten, Balkon, Terrasse, Beton, Edelrostsachen, Naturwerkstatt, Upcycling und. Immer auf meiner Startseite, kreativ-reich, die Kekerplauderei in den Playlists am besten. Das ist sozusagen meine eigene Bibliothek. Und dann sage ich, toll, dass du da warst, dass du mit mir kreativ warst. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin.